Jetzt nur von einerlein. Eben gerade haben wir ja tatsächlich irgendwo noch gewonnen. Mann, das sieht so aus, als wenn hier ein Clan dabei ist. Das riecht danach. Ich glaube, das wird interessant. Also ich hoffe es ja mal, ne? Auf beiden Seiten mal Qualität ist, wäre echt mal lustig. Ja, oh, da kommen die schon, da kommen die schon, da kommen die schon, da kommen die schon. Auch schießen. Die meint es auf jeden Fall ernst. So, A2 würde ich sagen, haben wir schon mal. Wundert, dass sie so langsam waren. Mit dem Motorrad, ja, wahrscheinlich wieder vom Baum aufgehalten. Die Nummer kenne ich auch. Normalerweise bist du noch einen Ticken schneller da, so 2 Zehntel, dass du da schon drinne bist. Gut, er ist auf der Mauer lang gelaufen, weil er nicht wusste, wo ich jetzt bin. Ich stelle mich ja auch nicht so dämlich an. Manchmal, meistens. Jetzt übermannen wie die. Mal. Ja, hätte der Sniper getroffen, wären 2 Leute drin gewesen. Punkt. Wenn man nicht schießen kann. Bin immer dafür. Nimm dir was, womit du helfen kannst. Wenn du dich mit deinem MP in der Ecke setzt, ist das auch okay. Die Flanke. Warte, hast du mir gerade eine Granate hinten reingeschummelt? Hat er mich doch noch gesehen und hat das Ding hier rüber geworfen. Ich hab gedacht, er wird das Ding da rein. Oh, ich wollte beide haben. Das war einfach zu viel. Ja, der hat nichts mehr. Der muss sich jetzt erstmal zurückziehen. Beide haben können. Naja, so what? Jetzt erwischt, hier wird gesnipert, das ist wieder der Wahnsinn. Oh, mein MP. Doppelt hält besser. Vorne porten oder will ich noch kurz hier stehen? Hat eine Granate geworfen. Oh, lieber Lucky! Ja, du konntest mich nicht sehen, weil das Ding genau dort runtergefallen ist. Es ist. Weißt du, ne? Es ist absolut unnormal. Ja, bei dem einen Spiel hast du da, wo nichts läuft, gegen eine Kopfschüsse landen und wirklich, wo du dir denkst, das kann nicht wahr sein. Ja, und dann spielst du hier. Ja, klar, ich habe ein paar bessere Mitspieler, aber das kann es ja nicht immer sein. Ja, das ist, ne, an der Granate, da kann ja keiner was dafür. Ja, das sind 2 Granaten, die da kommen. Hast du hier wen gesehen? Ja, das hat er gerade angelegt mit seiner Bar oder was er hatte. Ja. Naja, manchmal. Oh. Oh, fuck. Ich habe ihn niedergeschossen, danke. Ja, der war schon kaputt. Warum habe ich bei den guten Spielen immer so viel Lack? Das ist unfassbar. Ist er hinten reingegangen? Oder steht er jetzt hinter mir? Ne, der ist hier oben. Er ist da.
hinter mir oder nicht? Drei gegen zwei, der Gegner griff. Drei gegen einen. Wer legt denn hier S-Minen? Den überrenne ich. Den überrenne ich nicht. Einer, wo ist er? Panzer Schreko, die Panzer weg. Du kommst hoch. Hier da gucken, dann kann ich hier wieder rüber gehen. Offensiv-S-Minen legen ist scheiße. Es kann nicht funktionieren, hier S-Minen hinzulegen. Das kann nicht funktionieren. Bei der Kirche ja, aber ich bin, wie gesagt, jetzt fangen alle an und sagen, ey komm. Das eine ist noch draußen. Ich halte jetzt hier mal die Tür. Einfach mal. Ein paar Sekündchen einfach mal in der Ecke stehen. Ist hier gut. Oh ja, Glückwunsch. Gewonnen, weil der zweite Mann da auch noch käme. Ich war gerade eben da, weißt du, dass du immer so dermaßen bestraft wirst fürs Nicht-Campen. Das ist absolut abartig und krank. Ja? Fast so geil wie in anderen Spielen, ne? Ja? Das ist der Wahnsinn. Aber entlistet, wird so hart gecampt. Unglaublich. Und hier steht die ganze Zeit in der Ecke und mach's einmal nicht. Oder ist wieder nicht. Der einen muss ich dir da wegnehmen. Ja. Da campt er wieder in der Ecke. Wir haben wieder gesehen, das hat jetzt das. Hat das A4 gekostet. Hätte ich da unten in der Ecke gestanden, hätte ich beide gehabt. Gegen 4. Jetzt holen sie sich das hier erstmal schön wieder. Und ich kann nichts dagegen machen. Hinten ist erstmal zu. Ist auch zu. Der hat mich jetzt gesehen. Muss ich Glück haben und hoffen, dass hier keine S-Minen stehen. Weiß er, dass ich hier bin oder nicht? Herlaufen ist scheiße. Ne, du stehst rechts. Ne, steht er nicht. Wir haben mit Ron und zwar jetzt einen richtig kleinen Gebäudeflitzer hier. Ich muss schon wieder. Ah, das gibt's doch nicht! Mir nicht nach, danke. Jetzt hast du. Alles klar, kommen lassen, kommen lassen. Gut, dann nicht. Bist du noch hier? Hallo? Einer hier neben noch. Den
könnte ich noch kriegen. Wo ist er denn hin? Okay. Der war nicht. 2 gegen 2, ich sehe nichts. Ah, hier nicht einen? Den Schirm muss ich markieren. Irgendwann kann man halt so viele S-Minen stellen, dass man halt irgendwann gewinnt. Leute, ein Spiel noch damit und ich fange nur noch an, S-Minen zu spammen. Und zwar auf jeder Seite. Ja, einfach nur, damit nicht gesagt wird, hier wird irgendeiner bevorteilt. Nö, dann gehe ich rein, dann nehme ich mir noch ein paar Leute mit. Sonst macht es ja keinen Spaß. Ja, so mit 4 Leuten und dann lassen wir den Gegner gewinnen. Mal sehen, wie lange die noch lustig sind. Wie viel Spaß sie noch an dem Spiel haben. Ja. Dieses scheiß Esmin-Gespamme hier nicht aufhört. Ja. Dass du dich da drin bewegen kannst. Weißt du, so Esmin, eine davon dabei, 30 Sekunden Pause pro Spawn. Hast du 2 gesetzt? Schade, 1 Minute. 4, 2 Minuten, dann kann er, wenn es gut läuft, im ganzen Spiel 5 Minuten mitspielen. Ist doch super. Kann er sich ausloggen, muss einen neuen Account nehmen, wenn er dann noch mitspielen will. Im Feld, wir kriegen es jetzt einfach nicht mehr. Na, der hat jetzt alles mit S-Minen da voll gespammt. Pay to win ist halt all you need is win. Ja. Ist einfach ein schöner Volkssport geworden, ne? Einfach nur alles versuchen, damit das Spiel zugrunde gerichtet wird. Ja? Jede S-Mine, durch die einer stirbt, egal ob eigener oder Gegner. Hier ist wieder alles vollgespammt jetzt. Der hat ihn nämlich überall gelegt. Na, mal sehen, ob er den eigenen Weg auch zugemacht hat. Wäre nichts, wusste ich doch. Furchtbar. Wieder ein Mann weniger, der Handgame spielt. Null Bewegungsfreiheit in dem Spiel. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Der Gegner hat so viele S-Minen wieder gespammt, dass du dich hier im Gebäude nicht bewegen kannst. So, jetzt kommt die Verstärkung. 5 Leute. Schön in der Ecke gestanden, gecampt, Punkt eingenommen. Wunderbar. So wie wir es von Roland kennen. Anders kann er es nicht. Der muss da um der Ecke sein. Hier kann er nicht reingelaufen sein. Ich bleib jetzt eiskalt hier stehen. Genug Leute bei der Kirche, dass das funktionieren kann. A4 verlieren wir jetzt nicht nochmal. Roland, wie die Glucke auf Eier. Das Einzige, was er immer kann.
3-1, jetzt muss ich mich bewegen. 4-1. Hier drüben drin. Hier ging 2. Mal reingucken, mal rumgehen. Hier rennt irgendwo einer rum, aber ich weiß nicht wo. Der steht oben, oder? Den habe ich oben mit der M1-Garant gehört. Wehe, der hat ja erstmal. Wehe. Der steht doch hier irgendwo unter mir und schießt. Wo ist denn der Drecksack? Wo ist denn der mit deiner M1-Garant? Hat er sich wieder oben aufs Dach gebackt? Es ist echt. Du darfst dich nicht bewegen. Es ist. Die Leute verstecken sich immer an den absurdesten Stellen. Willst du dich einmal bewegen? Grandios bestraft wieder mal. 3 gegen 400 Pros liegen der Essen. Das überlebe ich nicht, ja. So oder so. Ja, die haben einfach zu viel jetzt da. Wir kriegen es halt nicht, ne? Es ist. Vielleicht mit nach vorne gehen können. Ey, wie kann man nur so das Aluminium abfangen? Jetzt haben sie dreimal Glück und dann war's das. Ja, wir können nicht mehr. Irgendwann ist Schluss. So, jetzt wird A3 gleich angegriffen. Also muss ich mich zurückziehen. Weil wenn ich es jetzt nicht tue, werden wir jetzt gleich sehen, ist A3 weg. Sag ich ja. Sag ich ja. Muss hier bleiben. Hinten stehen, warten jetzt. Ich kann hier nicht stehen. Es ist einfach immer ein kompletter Overrun, der da gleich kommt. Du spielst immer mit 5 gegen 1 oder mehr. Wie kann man nur so viel Glück haben? Wirklich, ehrlich, die haben jetzt auf einmal alles funktioniert, ne? Und wie schnell das geht, wenn bei mir das einfach nicht mehr läuft, ne? Wenn der Gegner einfach Glück hat, innerhalb von einer Minute fast 2 Punkte eingenommen. Nur durch Glück. Jetzt hänge ich wieder fest. Hockt er da jetzt schon oder nicht? Ja, hockt er. Gegen 2, das ist wieder bei uns. Die Flanke erstmal einnehmen. Danke. So, meine drin. Es sitzt immer irgendwo einer und campt. Es ist einfach der Wahnsinn. Nix. 3 gegen 2, 2 gegen 2. Punkt steht. Also wir haben jetzt verloren, weil der wird alles mit Esmin jetzt zuspammen. Ja, da wird jetzt so viel. Ich weiß gar nicht, von welcher Seite die jetzt alle kommen. Hier ist keiner zu sehen von denen. Nur den Sniper, der gleich auf mich schießt. Ja, ich sag ja. Es wird von allen Seiten irgendwo gesnipert. Warten, bis die Granate durch ist. Hier geht 2. Wir haben zwar den Punkt, aber es bringt uns nichts mehr. A4 ist zu. Den sie haben, der steht irgendwo im
Dach wahrscheinlich. Wenigstens markiert. Da kann ich jetzt hier eine 100 zu 10 KD haben. Das bringt mir alles auch nichts, wenn ich die jetzt zwar alle wegschieße. Aber ich genau weiß, dass bei A4 so ein Minenfeld ist, dass du da einfach nicht mehr rankommst. Erst die Ecke saven. 2 gegen 2. Ich halte die Stellung. Ja, ich gehöre zu dir. Schlecht geschossen. Glück haben wir da. Das hilft mir jetzt nicht mehr. Das ist einfach unnütz, das Glück. Da mit der Para rein. Ich habe ihn zwar gesehen, aber da kann ich jetzt auch nichts mehr gegen machen. 5 gegen 2, wenn jetzt nicht irgendwie eine Offensive kommt. Ja, per Lucky Punch das Ding eingenommen. Hässlichen Para, der hier irgendwo mit seiner M1 umherspringt, der überhaupt gar keinen, ja, Nährwert hier in dem Spiel hat. Ja. Ja. Hörste, der ist nur am Esmin zerschießen. Ist der Wahnsinn. Ja, es bringt uns nichts mehr. Ne? Das Ding ist vermint. Und damit zu. Wahrscheinlich renne ich hier direkt in die erste rein. Ja, weiß mal, wie das ist. Scheiße, ne? Sag ich ja. Danke. Thompson ist mir lieber. Oh, ich hab nichts mehr. Gut. Das ist meine Thompson. Abgesprungen, der kann nix. Ist jetzt echt beschissen. Ah, für den reicht's noch. Ja, bis der Pistole erschossen. Nix mehr, ey. Ist jetzt unser letzter Versuch. Was ein Glück, dass er genau in diese Ecke reinrennt. Komm jetzt nicht nochmal durch dieselbe Ecke. Sehr schön, der sichert dort ab. Ah, ah, ich bin weg. Musste ich machen. Ich hab nichts mehr. Den hätte ich vielleicht erschossen bekommen, ist mir aber egal. Dafür ziehe ich nochmal einen neuen. Hoffentlich kein Panzer links, hoffentlich kein Panzer links. Wenn er hier reinkommt, sehe ich ihn. Ey, wo kommt er her? Das ist doch echt wirklich nicht mehr zu fassen, dass man dann immer, wenn wir jetzt gerade am Vorrücken sind. Das ist wirklich lächerlich. So, Rundellturm ist 100 pro vermint. Hetzer, Hetzer, ging's zum Laden? Ich sehe nicht. Feindlichen Spawn vorbei. Will sich wenigstens versuchen, einmal sich mal in der Kirche blicken zu lassen. Hauptsache hat der mich jetzt hinter mir nicht gesehen. Könnte aber sein. Hi, ich komme jetzt rein. Der hat hier so viele Esminen aufgestellt. Und
Hotelturm ist nicht besetzt. Ja, damit ist ihn freigelassen. Ja, danke. Der ist frei, der Turm. Jetzt brauche ich noch einen zweiten Mann im Verein hier. Die Position gebe ich jetzt auch nicht auf. Das ist die Headshot oder Nothing-Position. Ja, dann schieß mal. Viel Spaß. Ich könnte sowieso noch beim Nachladen erwischen. Er hat eine Essenmine gelegt, das heißt, von oben kann keiner kommen. Ich habe also unten safe. Ich halte die Position. Wer reinkommt, wird erschossen. Ich halte den Punkt unter Kontakt. Ich komme nicht hoch. Ich habe hier volle Deckung. Fünf Minuten noch und wir müssen nur die Kirche kriegen. Na, kommst du jetzt unten rein? Ein guter 1 gegen 1. Einer kommt doch jetzt bestimmt vorbei. Die kriegen nach 4. Oder vielleicht nicht. Besser lösen können, scheißegal. Zählt. Aufrüsten, Stellung halten. Druck auf den Punkt halten. Das war seine einzige Chance, mich umzunieten. Selbstmord zu begehen. Ansonsten stehe ich da und stehe ich und ich gehe da nicht weg. Kommt ihr mit? Ich weiß nicht, was die anderen machen. Ich stand da jetzt 2 Minuten. Ich habe gehofft, dass da irgendwann mal einer kommt, aber... haben. Rauskommen und helfen. Ist egal. Noch 2 Mann drin im Schirm, den kriegen sie nicht. So, nochmal eine schöne Selbstmordaktion machen. 3 Minuten vom Ende. Schön durch den U2-Spawn. Kannst du mal einen Kopfschuss geben? Oh, wie viel Sahne. Wie viel Sahne. Es ist unglaublich, dass der hochspringt und da gerade noch den Fuß unterkriegt. Danke. Schön gemacht. Türmchen. So, jetzt sind wir mit 2-1 Leuten hier drin. Der Kollege steht unten. Ich habe also hinten volle Deckung. Jetzt mal gucken, ob Essenminen liegen. Kann immer noch sein. Leute im Club. Fünf
5-0, 2 Minuten vor Ende, 4, 4,5. 4-2, von wo kommt der? 5-0. Sind die gegengefahren oder was? Keine Ahnung, Kirche gehört uns, wunderbar. Stark. Wäre egal gewesen, ob er mich kriegt oder nicht. Hat ein bisschen gedauert, aber alle haben gut mitgespielt. Also ich hätte jetzt, wenn ich auf Esmin spiele, hätte ich hier alles voll gespammt, ne? Also wenn nur ein Mann hier drin ist, ne? Leer aus. Ich bin trotzdem hier. Stellung halten. Wir dürfen jetzt den Punkt hier nicht mehr verlieren. Leute, hier bin ich stark. Weiß nicht wo. Sichere ich es erstmal hinten ab. Quasi das Gelände ist frei. Den muss ich haben, der ist wichtig. Gegen 2 Überzahl. Da ist der nächste, den habe ich auch. Der gegen 2. Immer noch leichte Überzahl. Den hätte ich gehabt. Ich habe schneller reagiert, mein Freund. Hier sieht es sicher aus. Auf den hätte ich nicht verlieren dürfen. Und damit ist die Kirche weg. Ja. Lange gehalten. Von außen ran. In der Hoffnung, ich krieg sie bevor sie hier reinlaufen noch. The German Panther. 2 gegen 6, sie haben das Ding sofort wieder besetzt. 2 gegen 3 Verstärkung kommt noch. Einer oben in der Ecke hinten. 1 gegen 4. Ronald ist der Einzige, der hier noch was machen kann. Eins gegen 4, 1 gegen 5. Bis jetzt Rundellturm. Wenn du jetzt eine S-Mine setzen wolltest, mein Freund. Hier kommt keiner. Drei Leute in der Kirche, wir kriegen's. Fünf Leute. Punkt ist wieder unser. Keine Verstärkung mehr von hinten. Ich ziehe aber trotzdem noch nicht ab. Könnten noch Nachzügler kommen. Stark, kurz angetippt, weg war er. Oh, eins fällt. Bei Neutralisation müssen wir mit nach vorne. 4-2. 5-2, wir fangen schon mal an zu rennen.
Vorwärts. Alle mal nach vorne. Ah. Die M2 ist auf großer Entfernung, aber ich habe gedacht, ich krieg ihn noch. So, APC steht. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir sie nicht noch auskontern. Sehr risky, über rechts zu kommen. Weil hier überall Tellerminen, S-Minen und gespammt werden. Also wirklich, wenn sie dafür echt mal einführen würden, dass die wirklich eine Millionen Credits kosten. Weil das ist ein sicherer Kill, für den du nichts tun musst. Ein sicherer Kill, für den du nichts machen musst. Absolut gar nichts. Ja, nur die Tellermine hinlegen. Ja, das muss richtig, richtig Geld kosten. Sonst macht das einfach keinen Sinn. Ja. Oder wenn, dass er eben nur eine hat. Absolut nur eine. Die darf er einmal im Spiel legen und dann ist gut. Der kam von hier. Haben die hier noch irgendwo in APC zu stehen? Oder ist er von unten gekommen? Aber dann würde ich doch nicht so lang laufen. Panther steht da hinten richtig gut. Das ist zum ersten Mal, dass er hinten eine Artillerie-Spam auf die Spawn macht. Der macht da richtig Vandale, der Junge. So, ich kann wieder. Einer ist direkt vor mir, den kriege ich. Ungeschlagen, aber ich stehe. Länger kann ich nicht schießen. Halt doch einfach rein. Oh, der war so wichtig. Aber der war schon angeschossen. Ich habe gedacht, das war Kopfschuss. Drei gegen einen Punkt. Drei gegen einen Punkt. Wo kommt der denn her? Der war echt nicht nett. Wir stellen gerade langsam zu. Sie kriegen es nochmal, sie kriegen nochmal Leute rein. Jetzt lasse ich mich einfach nur nicht mehr erschießen. Und dann gewinnen wir ein Spiel, wo man eigentlich denkt, das hätten wir eigentlich verlieren müssen. Ah! Ich war auch mal wieder gut. Aber es war jede Schwächephase, wo es mal nicht ganz so lief, ne, ist sofort gegengekappt worden. Das war der Wahnsinn. Ja. Ich hab halt meine Rolle da voll spielen können, ne, im Gebäude stehen, fest, ja, die Verteidigung der Organisation, ja, dann bin ich nach vorne, U2. Ist halt mein Spielstil, ja. Einfach nur stur dastehen und die Leute wegpusten, wenn sie reinkommen. Ja. Von der Statistik her nehmen wir uns hier beide nicht viel. Obwohl wir uns nicht oft getroffen haben, aber 9 Eroberungen sprechen für sich. Gutes Spiel. Das hat echt Spaß gemacht, wenn sie die S-Minen mal weglassen würden. Weißt du, über die Tellermine, weißt du, man regt sich einfach nachher über alles auf.